Ich bin richtig schlecht im Zeichnen. Warum mache ich das eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir ein bisschen Scribble It. Für alle, die noch nicht wissen, was Scribble It ist, wir bekommen 30 Sekunden Zeit, um einen Champion aus League of Legends zu zeichnen. Und die beste Zeichnung gewinnt das Ganze. Und jetzt geht's weiter zum Video. Unser wundervoller Judge ist Tom, der gleiche Kameramann ist. Wir sollten noch erwähnen, dass die liebe Merle heute auch mal als Gast dabei ist. Hallo, ich bin Merle. Ist toll, die ist Merle. Sie ist cute. Lass die Spiele beginnen. Also der erste Champ, ja, ist recht einfach, und zwar Timo. Oh, das ist so schön. Ich wusste gar nicht, welchen Körperbau die machen. Ich war voll überfordert. Bei Vivis Bildschirm ist sehr schön, dass man den Pilz sieht. Ja, das zeigt eindeutig, dass da Timo ist. Ja. Des Weiteren sieht man auch die schöne Flöte von Timo oder sein Blasrohr. Ja. Sieht aus wie ein Schock. Bei Merle ist das Ganze auch aber sehr vereinfacht. Sehr böse asiatischer Timo, ja. Und bei Feli haben wir natürlich auch die Kleidung von Timo. Ja, die sieht man auch auf dem Bild sehr schön. Ja, ist ein bisschen an die Pilze. So, aber auch die Pilze sehr schön, ja. Ja, das sieht aus wie so. Ich denke, Feli gewinnt das Ganze. Ja. Der nächste Champ ist Trash. Zeit geht jetzt los. Oh Gott. Okay, das könnt ihr nicht besiegen. Interessant. Fast schon ein Free Win. Okay. Okay. Laterne. Ich hab die Ohren versucht hinzukriegen, die sehen aus wie bei den Ohren. Ja, der hat so komisch. Ja, eben das, was du hast. Keine Ohren, das ist. Dafür, dass ich Vivi immer mit Trash supporte, müsste sie eigentlich wissen, dass der anders aussieht. Bei Merle finde ich sehr schön, dass sie die Haare hat. Ja? Anführungszeichen Haare. Nicht vergessen. Ja? Und bei Feli sieht man eindeutig ja die wunderschönen Rasterlocken von Trash. Ja? Unser Gesicht. Das sind Knochen, by the way. Ja, und die Laterne hat ein Raster. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass Feli das gewinnt. Ja? Als nächstes bekomme ich 30 Sekunden für Fizz. Das der Osterhase. Eigentlich keine Skins, aber okay. Hä, das ist da gar nicht, der hat Ohren. Der war doch nicht, die fliegen nicht, die flattern nicht. Er rennt gerade. Der rennt so. Er rennt. Er ist im und es ist sogar die Ohren, die habe ich auch gemalt. Okay. Satan ist er nicht. Das ist Cycling. Iconic. She's an artist. She is the history of fashion. Like no other designer. She's a legend. Das ist halt eine Kaulquappe, ey. Ich würde halt sagen, für jeder hat gewonnen wegen allgemeinen Versagen, nicht wegen eigener Fähigkeiten. Also ich sag mal so, also Feli gewinnt das Ganze, allein wegen Ult und Speer. Als nächsten Held habe ich vielleicht Hackerin. Und ich würde genau jetzt anfangen zu machen. Das ist so zwar, ich sag mal, wenigstens sind wir hier im weihnachtlichen Thema. Okay, also da haben wir auf jeden Fall. Es ist Weihnachten, Leute, es ist ja noch nicht. Wenigstens ein Hackerin, ja? Merle? Okay. Okay, wenigstens das Beat. Das würde bedeuten, dass es sehr schön ist. Ja, und ich habe auch die Striche da. Zeig uns bitte deine wundervolle Zeichnung. Okay. Also, Vivi, finde ich schön, dass man die Waffe von Hackerin sieht. Ja, das soll die Waffe sein. Auch nur 2 von 4 Beinen. Ein bisschen schade. Oder 4. Ah, ja, stimmt, okay. Das, ja, okay, das ist eigentlich nicht korrekt, weil er Arm und Beine. Okay. Hat er 6 Beine? Ja, 4 Beine und 2 Arme. Das ist ein Tower. Das ist aber okay. Aber okay, ja. Hast du gedacht, er hat nur 2 Beine und hält mit seinem vorderen Bein in den Schirm? Voll cool. Das ist wie so ein Pferd, das immer hochgezogen. Das ist schlecht. Okay. Eigentlich hätte
stehe nur auf zwei Beinen. So Usain Bolt, Alter. Okay, Merle, jetzt gucken wir uns nochmal dein Hacking an, ja? Schön finde ich, dass er schnell ist, ja? Und du hast zwar leider die Arme und die Waffe vergessen, aber dafür vier Beine. Ja? So, okay, Fee. Also, das ist ein Aerobot-Hackerin, ja, oder will ich mal nicht so sein, ne? Wenigstens Hackerin, ne? Du hast leider auch die Arme und die Waffe vergessen, ne? Das Horn hast du, leider auch Ohren und ein Geweih. Wieso sollte er keine Ohren haben? Du hast Ohren, Geweih und Horn. Das ist ein bisschen viel auf dem Kopf. Glaube ich. Könnte schwer werden. Und also ich finde auch ein bisschen komisch, dass dein Schwanz so dick ist. Ja? Also dein Schweif von Hackerin. Also ich denke, dass Merle gewinnt. Ja? Zeig uns nochmal dein Bild. Ja? Sick. Der letzte Held, ja, ist Aurelion Zoll. Scheiße. Also dann fangen wir jetzt mal bei Merle an, ja? Da sehe ich das einfach. Das sieht aus wie ein Woll. Nee, okay. Wunderschön. Baby, dann zeige ich jetzt bitte deine wunderschöne Aurelion Zoll. Was? Das sind Sterne und das ist dieser Kreis und das ist sein Kopf. Die Sterne, den Kreis, den Kopf erkenne ich, aber alles andere nicht. Nee, das sind die Haare, das sind die Flügel. Das ist ein Baguette, oder? Das ist sein Körper und das ist seine Flügel und das ist so sein. Der hat keine Flügel. Ich sag mal, ich bewege die Pose gut, ja? Sie hat scheinbar die Pose von meinem Bild. Das ist interessant. Stimmt, von Splash-Art. Ja. Also die heißt Splash-Art, ja. Und jetzt, oh, Femi, jetzt kommt Femi absolut overpowered, Aurelion, soll der viel zu viele Kugeln um sich rumfliegen. Oh, gute Reihe. Okay. Wie willst du denn gegen den lanen? Gar keinen Bock, Alter. Also dann fangen wir mal Merle an. Ich sehe da drei Kometen, ja. Die haben zwar keine schöne, also nicht die richtige Position, aber drei Kometen, ja. Ist schon mal etwas, ja. Interessant finde ich, dass es eine Mischung aus Nasenbär und Drache ist. Würde ich an sich leider kein Aurelion Zoll drin erkennen. Also wir viele, ja. Ich finde es schön, dass er lächelt. Ja. Der ist ein sehr glücklicher Katzendrache. Ja. Leider ein paar zu viele Kometen. Ja. Alle aus der Reihe zu viele. Das gehört zu Willi. Schön finde ich, ja, dass sie die gleiche Pose hat wie bei Splash. Sie hat Flügel gemalt. Obwohl er keine Flügel hat. Ja, da komme ich gleich zu. Fragwürdig sind die Flügel und der Baguette-Körper. Das sieht wunderschön aus. Aber an sich würde ich sagen, gewinnt das Ganze Willi und Feli ist Zweite. Ich schließe mich an. Ja. Das ist nur gut, weil ich jetzt entscheide, gibt es nur eine einzige Wahl von einem Champion, den ihr zeichnen könnt. Und ihr malt jetzt bitte Vladimir. So, dann wollen wir uns jetzt mal eure Vladimirs angucken, ja? Fangen wir mal mit Vivi an, ja? Vivi, zeig uns deinen Vladimir. Okay, also man sieht den Pool, ja? Das könnte jetzt entweder die W oder die Ulti sein. Ich gehe mal von der W aus, ja? Okay. Schön ist auch das Cape. Interessant, ja? Cape? Nein, aber es ist schön. Schön, dass ihr so böse guckt. Jetzt gucken wir uns mal... jetzt gucken wir uns mal Merles Vladimir an. Okay, das ist dann wohl eher ein Gothic-Wassermagier, aber okay. Ja? Das kann ja nicht rot malen. Ja, nee, aber du hättest ja mal Vampirzähne oder so machen können, ja? Naja, nehmen wir mal hin. Und jetzt kommen wir noch zu Felis Vladimir. Okay. Was ist das in seinem Mund? Der trinkt blutig Spaghetti. Ja, was saugt der? Das Pool von seinem Gegner mit der Q. Ja. Das macht er aber mit seiner Hand. Das saugt er nicht mit seinem Mund. Das macht er mit seiner Hand. Ja, das macht er mit seiner Hand. Das ist der Hut. Ich hab's doch nicht gesehen. Jetzt trinkt aber Blut wie Spaghetti. Nein, der isst ja Blut. Der nimmt das mit der Hand. Ich und das auch. Der trinkt das nicht. Oh. Fangen wir bei Feline an. Na, den Pool. Ich mag den Pool. Ich mag den Pool. Und die Haare, ich muss sagen, die Haare, der sieht tatsächlich aus wie so ein Vladimir. Und da schlägt's auch. Und jetzt hör auf, dich selbst zu bewerten. Also so alles in allem hat Feline einen schönen Menschen in dem Pool gemalt. Ich würde jetzt nicht direkt erkennen, dass es Vladimir ist, vor allem mit diesem Zeug aus dem Mund, so Merle. Da muss man nicht viel zu sagen. Da muss man nicht so viel zu sagen. Ja, das sieht eher aus wie so ein, wie gesagt, das sind zwei Wassertropfen. Das ist ein Gothic Wassermann, ja. Ja, bei Vivi, der Pool ist gut sichtbar, die Bluttropfen, die Zähne und das Cape sind eigentlich halt nicht so passend. Ich würde trotzdem, obwohl da relativ viele Flaws drin sind, Vivi die Punkte geben. Ja. Und das Seite würde ich auch ein bisschen Berlin geben, auch wenn das ein Nudelessen da.
Full Surfer ist, weil einfach, also bei Merle erkennt man halt einfach nicht das Champion-Content. Und falls ihr mehr von diesem Quality Premium Content sehen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal. Auf jeden Fall, lasst ein Abo da. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye bye. Oh, sorry.